Ja, Servus und Hallo YouTube. Wir sind wieder auf einer weiteren Folge auf der Wildbachtal. Offline habe ich jetzt ein paar Arbeiten erledigt. Wir können mal kurz auf die Karte gucken. Ich habe soweit alles gedüngt, gespritzt. Es ist alles in der Düngestufe 2. Und wir haben jetzt etwas Zeit und könnten uns kümmern um den Grasschnitt, was wir jetzt auch machen werden. Das heißt, ich werde jetzt die Wiesenflächen, die ich habe, alle runtermähen. Dann machen wir davon nochmal Grassilage. Heunstroh haben wir der, weil, denke ich, genug in den Lagern. Und soweit würde ich sagen, machen wir dann Silage. Mähen würde ich heute mal mit dem MB-Truck. Der kann ja auch mal ein bisschen was leisten. Och. Dicke Finger, das gibt's doch nicht. Erste Wiese gleich hier unten mit. Hier am Hof gleich. Wie gesagt, ich würde auch sagen, wir machen mal alles runter. Kurzer Blick nach hinten. Müssen wir der sollte gehen. Kann man vielleicht sogar noch einen Gang höher schalten. Ja, vierter Gang ist, denke ich, das Mähen von der Drehzahl her mit am besten. Gucken wir, ob ich das weitestgehend wieder im der Innenansicht pack. Es ist immer nur etwas problematisch hinten genau die Kante zu treffen bei dieser Wiese hier. Ich würde sagen, wir fahren hier schon mal rum. Ja, das ist diesmal besser erwischt wie das letzte Mal. Sonst ist das hier zu schräg, dann kann ich mit dem Schwader das nicht schön zusammen machen und auf Schwad legen. Ja, wie gesagt, die Felder sind derweil alle in einem Status, dass wir erstmal nicht mehr gucken brauchen. Das Unkraut habe ich jetzt hier offline alles beseitigt. Und soweit können wir uns dann um die Grasernte jetzt hier mal kümmern. Es sind ja einige Felder, Wiesen, die man mähen kann. Und wir nochmal den fünften. Würde auch noch gehen. Ich habe auch derweil schon mal die Hof-BGA gefüllt. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld das dann diesmal gibt. Was wir auch noch machen können, ist, wir müssten diverse Lagerstände mal minimieren. Wir haben nämlich ein paar Sachen ja eingelagert. Müssen also mal gucken, dass die Preise dementsprechend halt hoch sind, dass sich das lohnt zu verkaufen. Es sind nämlich ganz schöne Wege zu den Verkaufsstellen zu fahren. Das sind keine keine 2 Minuten, sondern hier auf der Map, ich denke mal, du wirst da gute 5, 6 bis 10 Minuten einmalig irgendwo hinfahren. Und das sollte man sich dann überlegen, wie oft man das halt dann macht. Ansonsten klappt es soweit. Alles mit den Mods habe ich bis jetzt kaum Probleme jetzt gehabt, außer dass ich vielleicht mal hier und da die Kupplung nicht richtig durchdrehte. Die Tiere haben wir auch noch gefüttert und auch dafür gesorgt, dass die Produktivität auf 100 hochgeht.
bin mir aber immer noch nicht sicher, vielleicht sollte man doch mal etwas Geld beiseite legen und sich dann doch einen Futtermischwagen kaufen, dass man vielleicht die Kühe etwas besser versorgen könnten. Weil Silage haben wir ja dementsprechend genug. Und Heu und Stroh ist auch alles da. Aber müssen wir mal gucken, vom Kontostand her, wenn wir nichts aufnehmen wollen, bräuchten wir, glaube ich, nochmal vom Geld her fast das Doppelte. Der Futtermischwagen kostet, soweit ich mich noch dran erinnern kann, um die 45.000 Euro. Das wäre die erste Wiese, die wir gepackt haben. Vorne stellen, auch einklappen. Das heißt, wir fahren jetzt so gesehen hier oben auf die Wiese am Berg. Dann haben wir gegenüber vom Hof noch eine, die habe ich bis jetzt noch gar nicht gemäht. Die habe ich irrtümlicherweise gar nicht gesehen, dass die ja in unserem Besitz ist. Jetzt muss ich mal gucken, dass die Türen müsste ich mal zumachen. Das ist so eine alte Angewohnheit. Ich lasse ständig die Türen hier aufstehen. Ja, das Wetter ist nämlich auch jetzt umgeschlagen. Es war die ganze Zeit noch sonnig. Es ist jetzt bewölkt. Da müssen wir auch gucken, dass wir die Silage dementsprechend auch dann noch heimbekommen. Frontmähwerk. Heckmähwerk. Anschalten. Und ab geht's. Mal gucken, vielleicht hier müsste ich vielleicht ein bisschen mehr schalten. Ich gehe mal ganz kurz in die Außenansicht. Ich hoffe, das geht von der Geräuschkulisse, die der MB-Truck so erzeugt. Ist ja schon ein sehr kerniges Rudergeräusch. Na komm. Sorry. Schöne Grüße ans Getriebe. Jetzt sagt bloß, der packt das nicht. Das ist aber jetzt sehr merkwürdig. Ich glaube, das muss am Rehamod liegen. Im Flügen ging es aber eigentlich. Der tut sich jetzt extremst schwer hier am Hang. Aber mal gucken, was passiert. Aber er zieht sich raus. Kleinere Gruppe, ich kann nicht weiter nach unten schalten. Ich habe keine Kriechgänge jetzt hier. Allrad ist eigentlich drin, ne? Potenzial wollte ich jetzt nicht reinmachen. Ja, wir werden es packen. Er hat ganz schön zu blasen hier. Wobei mir das etwas seltsam jetzt vorkommt, dass er sich so schwer tut hier auf dem Berg.
Der IAC hat es eigentlich vom Durchzug hier etwas besser gepackt. Vielleicht ist aber auch hier der Reha-Mod im Mod vielleicht auch schon irgendwie besser verankert, dass der doch dann da ganz andere physikalische Sachen abruft. Das ist sehr seltsam. Aber wir sehen nochmal zu. Hier unten im Tal geht's. Ansonsten nehmen wir jetzt einmal hoch und nur noch quer am Hang, damit der MB-Truck das auch schafft. Einmal hier wenden. Ja, sieht soweit gut aus. Aber am Berg, das mag er nicht. Ich hatte den ja auch in den letzten Folgen dann unten auf den Äckern zum Pflügen. Das wiederum hat er nur geschafft. Ich hatte dann nochmal zum Probieren ein 180 PS Fiat, den Fiat 180-90. Mit dem war es aber ein Riesenfiasko. Der hat das ja in keinster Weise richtig gepackt. Also das war auch dann nicht spielbar. Dann hätte ich eher den Mod vielleicht nochmal rausnehmen müssen. Aber das wollte ich jetzt auch nicht. Mal gucken, vielleicht gleich wieder mal runterschalten. Machen wir hier eine Bahn noch hoch. Ja, das wünsche ich jeder mit 6 km/h mähen. Normalspiel in der Ebene geht es bis 22 km/h. Und das auch noch mit den Schmetterlingsmähwerken. Wir haben jetzt vorne, das ist ein 3 Meter und hinten ist es, glaube ich, ein Pöttinger. Das müsste auch eben irgendwas mit 3 Meter, 3,50 Meter sein. Und wir packen es mit 7 km/h den Berg hoch. Unglaublich. Also, was ich auch noch gern probieren würde auf der Map, wäre das Mais Plus. Das habe ich jetzt derweil schon mal in der Ellerbach ausprobiert, dass man halt noch mal unterscheiden kann zwischen Grassilage und Maissilage, wobei da auch der Fütterungstechnik auch nochmal unterschieden wird zwischen Grassilage und Maissilage. Da ist dann die Maissilage das hochwertigere Produkt. Das heißt, um Milch zu produzieren, ist es bedeutsamer, da dann Maissilage einzusetzen. Das will ich aber auch erstmal probieren, wie weit dieser Mod funktioniert und wie das vom Spielspaß dann her ist. Das kann ich nämlich jetzt so weit nämlich auch noch nicht sagen. Aber funktionieren sollte es. Das ist ja mittlerweile auch im Mod Hub durch. War ja da eingereicht. Das ändert, soweit ich das jetzt so durchgelesen habe und das Tutorial vom Model Eicher mir angeguckt habe, ändert das den Füllstand im Silo, im Fahrsilo, ab 4000 Einheiten, die im Fahrsilo sind. Dann wird das festgelegt, dass das Fahrsilo entweder, sag ich mal, mit Maissilage oder mit Grassilage gefüllt ist. Beziehungsweise es würde es ja auch noch mit CCM geben, aber da muss ich mal gucken, ob wir das hier oben dann machen. Dann bräuchte ich ja auch noch ein Maisgebiss für den Drescher, wobei ich da eigentlich aber eher auf Maissilage gehen würde oder wollte.
Ist für die Kühe, denke ich. Oh, komm, komm, komm. Besser. Weil vielleicht kann man dann hier und da nochmal eine Wiese wieder zurückwandeln in Acker. Ich habe nämlich eine Wiese, ein Acker zur Wiese gemacht. Dann könnte man den, denke ich, wieder zum Acker machen und da Getreide und oder Mais oder was man sonst noch bräuchte, ansehen. Weil wenn wir zwei Felder mit Mais haben, ist das, denke ich, ergiebiger als hier mit Grassilage auf allen Feldern rum zu hantieren, weil wir ja auch noch ab und zu auch noch Heu brauchen für die Futtermischration herzustellen. Ja, ist ganz schön am Arbeiten, der MB-Truck. Aber er zieht durch. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir die nächste Wiese dann unten im Tal oder etwas weiter unten mähen. Die ist nicht mehr ganz so steil. Da sollte er, denke ich, die Kraft etwas besser entfalten. Weil das sah ja ebenfalls aus, als hätte er sich in das Gras reingefressen und hätte mit den Rädern da fast vergraben, so wie im Acker. Was ja hier vom. Ja, wieder hier. Was ja eigentlich gar nicht passieren soll. Es hat nicht geregnet, es ist nicht nass. Komm, zieh. Und dass er sich dazu einwühlt bis zur Radnabewald, das ist ja sehr seltsam. So, er hat sich jetzt hier rausgezogen. Haben wir denn noch? Ja, mal gucken, die werden wir noch packen in der Folge. Ich denke dann, dass ich dann wieder etwas die restlichen Wiesen offline mache und dann sehen wir uns dann, denke ich, als nächstes wieder zum Schwaden, was wir dann wieder mit unserem Deutz machen würden. Ich denke, da ist der prädestinierte für. Ist aber auch steil hier, das ist schon der Hammer. Er zieht im dritten Gang durch. Er muss aus dem Drehzahlkeller kommen. Er hat's wieder. Aber ich denke trotzdem, in echt würde sich ein MB3 mit 180 PS mit den zwei Mähwerken hier auf der Wiese bei weitem nicht so schwer tun wie der jetzt. Man hat immerhin 180 PS. Das müsste doch zu schaffen sein. Ich meine, man hätte nur bergab mähen. Noch drei, vier Bahnen. Ich denke, die packen wir auch noch. Ja, so ein bisschen Probleme hat er aber trotzdem. Wir müssen mindestens im dritten Gang. Ja, gar keine Geschwindigkeit. Vierte müsste normalerweise gehen. Fünfte wäre, denke ich, zum Mähen in den zwei Mähwerken in der Ebene mit am besten. So ein bisschen mehr wie 15, ja, wie 12 auf jeden Fall. 15 km/h. Zieh mal durch. Ja.
So ein Spott. Das einzige Problem, was der BMW, BMW sage ich schon, was der MB-Truck in echt auch hatte, dem haben die Luftschaltstufen gefehlt, weil das wäre nämlich jetzt hier perfekt angebracht, dass man keine ganzen Gang hätte schalten müssen, sondern hätte irgendeine Untergruppierung von den Luftschaltstufen genommen. Und dann hätte ich nämlich dementsprechend verlustfrei mit Gas einfach schalten können und dann wäre ein Halbgang oder ein Viertelgang, je nachdem wie die gestuft gewesen wären, reingekommen. Aber dadurch, dass das Getriebe und Motor, die Motoren und die Getriebe, die kamen ja vom Unimog und beim Unimog gab es keine Lastschaltstufen. Das wollten die bei Mercedes nicht reinbauen. Boah, kommt sie? Das gab es später erst, als die MB-Truck etwas weiterentwickelt worden sind von Döppenschmidt. Da gab es dann, glaube ich, ein 160er war das oder ein 1600er, so hatten die das Modell genannt. Und den gab es dann mit Lastschaltstufen, wobei das dann dementsprechend auch nicht mehr so lange gebaut wurde. Und was weiß ich, das ist dann, glaube ich, Konkurs gegangen. Das war in Schöneberg, Schöneburg, Schöneberg. Da glaube ich, wie die Map da, die es da im LS mal gab. Dieser Ort ist das. Döppenschmidt. Die haben dann die Trucks weiter produziert. Wäre schön, wenn es die heute noch gäbe. Vor allem, wenn man sieht, was die Unimogs für eine Entwicklung genommen haben. Denke ich, wären diese Schlepper von Mercedes auch dementsprechend richtig gut weiterentwickelt worden. Aber sie wollten die damals 1990 dann nicht mehr bauen. Oder sie hätten damals die Chance nutzen sollen und hätten sich da auf den Zug bei Klaas draufsetzen sollen. Die hatten nämlich angefangen Ende der, boah, jetzt müsste ich lügen, Ende der 70er mit der Entwicklung des Trucks. Die haben damals schon den Xerion als Prototypen entwickelt und wollten, die ersten Motoren haben von Mercedes und die wollten aber dann nicht so richtig rausrücken, hatten erst ein paar Motoren geliefert und haben aber später dann ihr eigenes Ding gemacht und haben keine Motoren mehr zur Verfügung gestellt. Und dann ist dieses Projekt bei Klaas erstmal auf Eis gelegt worden. Das ist zwar noch ein bisschen weiterentwickelt worden, aber die hatten dann gesagt, das ist das Schlimmste, was passieren konnte, das waren, dass die Motoren nicht weiter zu bekommen waren. Und ein paar Tage später gab es dann den MB-Truck. Ist wahrscheinlich für Klaas auch dementsprechend ein Riesenproblem gewesen sein. Aber da gab es schon richtig coole Geschichten. Klaas und Fendt, die wollten auch zusammen gehen, konnten sich aber nicht einigen, wie denn das endgültige Produkt heißen sollte. Dass dann ein Fendt-Klaas oder Klaas-Fendt wäre. Ja, darauf konnte sich dann keiner ja einigen und dann ist das soweit ad acta belegt worden und Fendt ist nach Amerika verkauft worden. So, ich würde sagen, wir fahren noch schnell runter. Das ist eine etwas längere Folge geworden. So. Ich habe doch die Kupplung voll durchgedrückt. So, danke ich mich erstmal bei allen, die wieder gucken werden. Und für Anregungen, wie gesagt, weiterhin
Schreibt was in die Kommentare, was man ändern könnte, was ihr gern hättet. Und wäre schön, wenn der eine oder andere mir einen Daumen hinterlassen würde. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich und bin raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.